Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute haben wir ein Video, das erklären könnte, was es mit den dunklen Relikten auf sich hat und warum die Relikte nur Vorboten eines sehr dunklen Kapitels in den Sea of Thieves sein könnten. Es sind die Vorboten des ersten puren Bösen, die die Sea of Thieves jemals gesehen haben. Die Rede ist dabei natürlich von Captain Flameheart, dem Lord aller Skelettlords. Ich habe eine Theorie, dass bald Flameheart zurück in die Sea of Thieves kommen wird. Jeder, der jetzt nicht genau weiß, wer Flameheart ist, hier in drei Sätzen. Flameheart war anfangs ein ganz normaler Pirat, welcher genau wie wir die Sea of Thieves nach Ruhm und Gold absuchte. Er und seine Crew fanden bald einen Kelch mit einer mysteriösen Flüssigkeit, von der sie allesamt tranken. Der Kelch war aber leider verflucht und sie alle verwandelten sich in Skelette. Lediglich Flameheart hatte, trotz dass er ein Skelett wurde, seinen Verstand behalten. Nun zur Theorie, warum ich glaube, dass Flameheart bald zurückkommen wird. Die erste Anlaufstelle sind die neuen dunklen Relikte, welche wir von den Skeletten wiederholen müssen. Überlegt man mal, wofür man solche Arten von Relikten verwenden kann, da kommt einem eine Idee ganz schnell in den Sinn. Sie sind dafür da, etwas aus einer anderen Dimension oder Welt zu beschwören und deswegen müssen wir versuchen, alle Relikte rechtzeitig zurückzubringen. Vielleicht haben die Skelette den Ruf Flameheart gehört und suchen nun eine Möglichkeit, ihn wieder in die Sea of Thieves zu holen. Interessant wird an diesem Punkt auch wieder die Ausgrabungsstelle auf der nicht verzeichneten Insel. Die Ausgrabungsarbeiten gehen dort weiter und schreiten schnell im Verborgenen voran. Wie schon in einem älteren Video von mir erwähnt, ähnelt der Kreis auf dem Boden einem Ritual- oder Beschwörungsportal. So ist aber dieser Steinkreis nicht die einzige Formation, die so aussieht. Denn so finden wir in der Nähe des Schiffwracks der Magpie's Wing genau dieselbe Formation mit weiteren Statuen drumherum. Mich würde es nicht wundern, wenn bei der Ausgrabungsstelle genau diese Statuen ebenfalls noch zum Vorschein kommen werden. Des Weiteren vermute ich noch, dass eine Art Altar ebenfalls noch erscheinen wird, soweit tief genug gebuddelt wurde. Aber auch ohne einen Altar erinnert der Kreis an ein Beschwörungsportal bzw. an einen Beschwörungsritus. Und die aufgebrochene Reaper-Chest an der Ausgrabungsstelle könnte auch schon mal darauf hinweisen, dass dort eine dunkle Macht sein Unwesen treibt. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage, wie passt Flameheart genau in dieses Konstrukt rein? Um Flameheart in das Spiel zu bringen, müssen wir uns erst einmal ein wenig von dem eigentlichen Spiel entfernen und auf den Fauxpas von James Thomas eingehen. Das Missgeschick, welches während des Livestreams der Entwickler letzte Woche passiert ist, verriet, dass bald Feuer eine wesentliche Rolle in Sea of Thieves spielen wird. Wie genau das Feuer funktionieren wird, ist jetzt noch nicht bekannt, aber spielt auch hierfür absolut keine Rolle. Wichtig ist nur, in welcher Form das Feuer in das Spiel gebracht wird, also welches Event dafür geeignet wäre. Was wäre denn passender, als das Feuer mit Flameheart in das Spiel zu bringen? So deutet nicht nur sein eigener Name auf die Flammen hin, sondern auch sein Schiff, welches den Namen The Burning Blade trägt. Für alle Lore-Unwissenden. Vorher hieß Flameheart's Schiff The Silver Blade, aber nachdem die Silver Blade gesunken ist und Flameheart sich verwandelt hat, kam auch sein Schiff wieder, nun aber unter dem Namen The Burning Blade. Die Einführung des Feuers könnte ähnlich wie das Event Cursed Sails sein, bei dem wurden die verfluchten Kanonenkugeln eingeführt und diesmal wäre es eben Flameheart und das Feuer. Wem aber all das noch nicht reicht, für den habe ich jetzt noch einen weiteren Hinweis. Dieser Teil des Videos könnte nun aber wirklich Spoiler enthalten und ich sage das nochmal ausdrücklich. In dem Fall meine ich das auch nicht als Gag, sondern wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaut bis hierhin und schaltet nun ab. Es ist nämlich eigentlich noch Top Secret und eigentlich eine Sache, die noch gar nicht im Spiel drin ist, die man sich aber trotzdem schon angucken kann. Ein Mitglied meiner Community, welches nicht genannt werden möchte, gab mir den Rat, mich mal ein wenig auf Wonnara's Refuge umzuschauen. Genauer gesagt in der kleinen Höhle, welche sich in dem Durchgang befindet. Die Höhle ist an für sich nichts Neues, denn so ist sie schon lange Bestandteil des Spiels. Wir können in dieser Höhle aber viele Flameheart-Herzen finden, welche das Symbol Flameheart tragen, ist aber ebenfalls nichts Neues, denn das kam alles ebenfalls mit dem Update Cursed Sails ins Spiel. Mit ein wenig Trickserei kommt man aber an einen Ort, der eigentlich noch gar nicht im Spiel sein sollte, und dort kann man dann Folgendes entdecken.
eine noch unbekannte Höhle, die im Verborgenen liegt und eine Art Altar beinhaltet. Das Besondere ist die Form des Altars, denn dieser hat eine eindeutige Herzform und ist mit Kerzen geschmückt. Des Weiteren befindet sich noch ein ähnliches Symbol direkt davor und auch dieses ist logischerweise wieder in Herzform, denn das ist halt das Symbol von Flameheart und ebenfalls kommen auch aus diesem Herz wieder Flammen heraus. Es ist wohl der eindeutige Beweis, dass Flameheart nicht mehr weit weg sein wird und dass fleißig daran gearbeitet wird, dass Flameheart bald ins Spiel kommen soll. Wann und wie Flameheart ins Spiel kommen wird, ist natürlich noch unklar, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, ihn bald gegenübertreten zu können, denn ich glaube tatsächlich, so wirklich lange wird es nicht mehr dauern. Ansonsten war es das jetzt soweit von meiner Seite und meiner Theorie zu Flameheart, warum er sehr bald ins Spiel kommen wird. Denn dass Flameheart ins Spiel kommen wird, das ist eigentlich außer Frage. Die Frage ist nur noch, wie lange noch und in welcher Form. Ansonsten bedanke ich mich jetzt nur noch recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.